Seid wieder gegrüßt zu Let's Play Baldur's Gate. Ja, wir sind in Kerzenburg. Wir werden auch noch der Weise Alando, Gründer von der Kerzenburg. Ja, egal. Wir werden erstmal noch uns ausruhen gehen, weil wir ja noch vom Kampf gegen hier irgendwen leicht strapaziert sind. Und wir werden die Zauber nochmal bei ihr neu verteilen. Wie machen wir das? Wir nehmen ihr den einen Ring eben ab, setzen ihn wieder auf. Und können ganz viel magische... was soll das denn hier? Viel brauchen wir davon nicht. So, 2, 3. Ja, machen wir so... 3 Identifikationszauber und den Rest. Magische Geschosse, weil sie so toll sind. Und weil sie später für Kettenzauber so toll wären, wenn wir mit der Kettenzauber bekommen würden. Ja, es sind viele, wir könnten das mitzählen. So, wir können gleich einmal nachrechnen, wie viel wie viel Zauber das sind. Wir haben ja nur aus der ersten Kategorie Identifikation und magische Geschosszauber. So, ja. Wir gehen oben zur Stimme des Westens. Ja, die singenden Mönche, die kennen wir ja noch aus dem ersten Video, beziehungsweise aus dem 4. oder 5. Keine Ahnung. Irgendwo ganz früh am Anfang. Singende Mönche. Wir da sind eine Wache. Ja, wir gehen hier in das Wirtshaus und hoffen, dass wir hier übernachten können. Wenn nicht, müssen wir so einfach da drin rasten und hoffen, dass wir nicht geweckt werden. Wird sofort erledigt. So, Windflop. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenbogen. Also, an die Arbeit, ja? Wir haben Bier, wir haben Waffen, wir haben... Ach, was? Ist doch ein alter Hut, du weißt ja genau, was wir haben. Ja. Müll. Du hast Blutwein. Ja. Minsk brauche auch. So, klauen tun wir dich nicht. Wir rasten als König. So, und es müsste... Ich bin extra hier hingegangen, weil es müsste eine Sequenz geben. Und ich weiß nicht, ob wir die noch später bekommen würden, wenn wir die jetzt nicht in Kerzenburg annehmen. Darum, und weil ich alle aufgeladen und geheilt haben wollte, rasten wir. Ja, und ich mache jetzt schon mal mein Mikro still und drück auf Mieten. Ihr schließt eure Augen und die Bilder von Kerzenburg kommen euch in den Sinn. Während ihr durch die Tore der Zitadelle geht, werdet ihr blitzartig in eure Kindheit zurückversetzt. Ihr seid wieder ein Kind, das nicht älter als ein paar Jahreszeiten ist. An eurer Seite ist Gorion, der selbst damals schon graue Haare hatte. Wie alt muss er damals gewesen sein, dass sein Äußeres in all der Zeit nur so wenig gealtert ist? Während ihr vor dem Bergfried steht, dringt aus seinem Inneren lautes Geschrei. Gorion erhob nur selten seine Stimme. Doch früher interessierten euch diese Diskussionen nicht sonderlich. Ihr zeichnet im Wasser eines Brunnen Formen nach. Als eure Aufmerksamkeit plötzlich durch eine Spiegelung im Wasser vom Streitgespräch abgelenkt wird. Ein großer Rabe hat sich auf einer Steinmauer niedergelassen und starrt euch mit seinen großen schwarzen Augen an. Über die Spiegelung des Wassers erwidert ihr seinen Blick und habt plötzlich Angst davor, dem Raben unmittelbar in die Augen zu sehen. Ihr denkt, seine Füße sind Krallen. Kleine Skelettkrallen. Plötzlich öffnen sich die Tore des Bergfrieds und Ulraun stürmt heraus. Er schaut euch einen Augenblick an, doch als er spricht, wendet er den Blick ab. Ihr könnt beide bleiben, verkündet er höhnisch. Doch prägt euch meine Worte ein. Dieses Kind wird euch den Tod bringen. Das Bild verschwimmt. Doch als es wieder klar wird, kommt Gorion aus der Burg, in dem Zustand, in dem ihr ihn heute kennt. Tod. Ihr richtet euren Blick wieder auf die Wasseroberfläche. Der Rabe ist weg. Doch ihr könnt euer eigenes Spiegelbild sehen. Eure Augen sind schwarz, so schwarz wie die eines Raben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, will euch die Reflexion sagen. Ihr erwacht mit einem Schrei. Wie zu erwarten, habt ihr keine erholsame Nacht hinter euch. So, wieder eine sehr schöne... Ja, ist an Zwischensequenz.
Beziehungsweise Story-Sequenz. Ja, wie gesagt, ich wusste nicht, ob wir die später sonst auch noch bekommen würden. Mach's Darum habe ich das jetzt eben gemacht. Weil mir vorhin beim Sortieren aufgefallen ist. Ja, ich habe mal wieder Items sortiert. Dass wenn man ruht, man hier so was Schönes bekommt. Dann noch ein paar andere Sachen, die ich bespreche. Wir haben ja hier noch auf der Karte diesen roten Turm, in dem wir das Gebiet, Gystrias Turm. Und wir haben irgendwann mal was beim Jahrmarkt gemacht, wo wir mit jemandem über eine Kammer mit einem blauen Stein gesprochen haben. Da müssten wir eigentlich auch noch, das ist noch aus der Modifikation, da müssten wir an sich auch noch mal irgendwie hin. Ich weiß nicht, vielleicht betreibe ich da nochmal Nachforschung. Vielleicht gehen wir als nächstes auch, bevor wir dann nach Baldur's Tor zurückgehen, noch da, machen da einen kleinen Abstecher quasi. Ja, das sehen wir dann. Jetzt gehen wir erstmal, weil wir hier nicht mehr rauskommen, bevor wir hier fertig sind, durch Baldur's Tor. Ich meine durch die Kerzenburg durch und gucken uns alles schön an. Hier darf man ja lesen, hier darf man alles aus den Schränken nehmen, hier kann man gucken. Einfaches Buch. Was steht denn in einem einfachen Buch? Gar nichts. Okay, legen wir es auf den Boden. Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Das hat ja wohl keinen Wert. Der weise Armengründer von Kerzenburg, er hat ja viele Statuen. Die Geschichte von Kalschmian. Ein einfaches Buch, wieso können wir es nicht mitnehmen und das als zweites Journal verwenden? Gelehrter. Was haben wir hier? Die Geschichte der Täler des Elfenhofs. Naja. Mach's kurz. Dann gehen wir mal nach vorne. Hier kommen so die ein, zwei Leute, die uns ansprechen. Karan, ein hübscher grüner Mann mit blauen Haaren. Naja. Schildkröte, mein Kind. Lässt euch ansehen. Euer Gesicht hat ein paar Linien mehr zu verzeichnen, seit ich euch unterrichte. Bitte bleibt zurück, ihr wart einst mein Lehrer. Wer ihr jetzt seid, kann ich nicht wissen. Es tut mir leid, Karan, doch ich kann niemanden trauen. Ah, Karan, ihr sprecht die Wahrheit, doch es ist nicht eure Schuld. Ihr habt mich so gut wie möglich auf das vorbereitet, was jenseits der Mauer lag. Ich bete nur, dass ich dafür bereit bin, was mich innerhalb dieser Mauern erwartet. Nun, da ich zurückgekehrt bin, so. Warum? Was stimmt hier nicht? Soll ich die Wache rufen? Die Wache ist nicht mehr wert als ein Bündel Reisig. Bitte sagt mir, ob ihr in der Bibliothek in letzter Zeit etwas Seltsames gesehen habt. Ja, ruft die Wachen, doch sagt mir erst, ob ihr heute etwas Seltsames in der Bibliothek gesehen habt. Ja, tue er das. Etwas Seltsames? Ich weiß nicht recht, doch dieser Kerl, Corveras, kommt mir sehr seltsam vor. Er war hier direkt neben mir und nahm Alaundos Wahrsagung aus dem Regal, um sie zu lesen. Ich konnte seine Stimme hören, er kannte die Worte des Seers, die er leise rezitierte. Aber als ich mich vorsichtig umdrehte, um ihn aus den Augenwinkeln zu beobachten, sah ich etwas äußerst Merkwürdiges. Seine Augen waren geschlossen und er sagte Seite für Seite aus dem Gedächtnis auf. Er muss wohl eure Schritte gehört haben und ist gegangen. Ich war gerade dabei, die Wahrsagung wieder an ihren Platz zu stellen. Schaut euch doch ein wenig um. Ich fürchte allerdings, wenn dieser Konvers gefährlich sein sollte, dann bin ich euch wohl keine Hilfe, sondern eher ein Hindernis. Viel zu alt und verstaubt von den ganzen Büchern. Vielleicht verzeiht mir, aber ich muss euch jetzt verlassen. Ja, ist in Ordnung. Bin ja dran gewöhnt, alles allein zu machen. Wer braucht schon Hilfe? Wir nicht. So, was haben wir hier? Die Geschichte von Kum. Ja, ja, wir laufen mit dir einfach mal ein bisschen alleine rum. Na, na, da ist noch was. Die Geschichte von Sambia. Wen haben wir hier? Ein Leser. Reden wir doch mit dem Leser. Entschuldigt mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Hallo, ich kann euch im Moment leider nicht helfen. Ich habe viele Studien zu enden. Okay. Ja, ich kann seine Stimme nicht nachmachen. Es tut mir leid. Meine Fähigkeiten sind einfach zu beschränkt dafür. Wer das bis hierher gesehen hat, weiß ja, wie beschränkt das. Netzzauber. Ist der besser als der Spinnen oder ist das der. Das ist der Spinnennetzzauber. Nein. So. Ja, mit diesen lächerlichen Katana treffen wir, glaube ich, besser als mit.
Mit den plus 2 Waffen. Es ist so. Ne, mit den plus 3 Waffen. Das ist ein plus 3 Krummsäbel, den wir in der Hand haben. Was? Das ist so lächerlich. So, den haben wir angeguckt. Ja, da war die Geschichte von Dambras. Ja. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Jetzt hört doch alles auf, wenn das nicht Schildkröte ist. Ich habe dich schon fast... auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit nicht gesehen. Hallo Theodan, wie ist es euch denn ergangen? Aus dem Weg, alter Mann, ich habe keine Zeit für euch. Wie ist es euch ergangen? Ich kann mich noch daran erinnern, wie du in diesen kleinen Strampelhöschen durch die Burg gerannt bist. Hast die Alten belästigt und den Kühnen einen Schrecken eingejagt. Stimmt's, Jessop?